Hallo, hi. Servus. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich perfekt. Super. Hast dich ja richtig schick gemacht. Ich habe gedacht, jetzt heute, wo mal ein prominenter Gast da ist, da machen wir hier nochmal uns ganz fein raus. Aber schön, dass das geklappt hat und vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Ja, kein Thema. Es könnte nur ein bisschen passieren, weil ich bin gerade in Köln bei meiner Freundin und die schauen gerade alle FC, weil der spielt gerade gegen Düsseldorf, dass sie halt mal ein bisschen im Hintergrund schreien, aber ich bin extra hochgegangen und habe die Tür zugemacht. Also es sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, mein Mitbewohner sitzt auch im Wohnzimmer und guckt auch. Ist zwar Ja, kein okay, super. Dann Fan, aber er guckt. hören wir wenigstens, wenn ein Tor fällt. Ja, das stimmt. Genau, wie geht's dir denn im Moment? Wahrscheinlich. Ja, alles bestens. Also ich meine, zurzeit ist ja nicht alles so einfach, aber für mich als Eishockeyspieler ist jetzt nichts groß anders als sonst auch im Sommer. Ich meine, ich trainiere ganz normal und mache meine Uni-Sachen und das ist ja sonst bei mir im Sommer auch nicht anders. Also bis auf jetzt die Beschränkungen, dass man jetzt nicht ausgehen kann oder was auch immer, ist eigentlich alles ganz normal. Was studierst du? Ich studiere BWL. Also ich habe erst an der Fernuni Hagen studiert, aber mittlerweile habe ich gewechselt und macht das an der Fresenius, weil das ein bisschen flexibler ist und ein bisschen besser zum Eishockey passt. Ja, interessant, ich bin in Hamburg geboren. Ah, okay, cool. Ja, ich bin da ein, zwei Mal durchgefahren und war auch schon mal wegen der Uni da, aber ja, sonst habe ich nicht viel von Hagen gesehen bis jetzt. Und das glaube ich, also lohnt sich auch nicht, aber sehr interessant. Meine Familie lebt noch da und ich bin auch Ah, da. okay. Ja, interessant. Ja, du hast angesprochen, dass die Sommerphase ja sowieso für Eishockeyspieler schwieriger ist. Jetzt ist ja auch durch die Corona-Pandemie wahrscheinlich noch mal schwieriger als sonst. Wie Ja. sieht ein klassischer Marius-Erk-Tag denn nun aus? Ja, willst du wissen im Sommer oder eher im Winter während der Saison? Ja, hol uns mal ab, nimm uns mal einmal im Sommer und einmal im Winter mit. Okay, also im Sommer ist es eigentlich ganz einfach. Also ich schlafe meistens so bis 8 Uhr oder so, weil ich bin jetzt auch kein großer Langschläfer. Ich wache eigentlich immer so um 8, spätestens halt 9 auf. Das ist ein bisschen relativ entspannt. Ist nicht so wie bei einem normalen Beruf, wo man vielleicht jetzt früher aufstehen muss. Aber dann frühstücke ich ganz normal. Lest die Zeitung oder irgendwas, mach schon was fürs Studium. Dann kommt es darauf an, ob ich jetzt morgens oder also vormittags oder Nachmittagstraining habe. Aber wenn ich ganz normal Vormittagstraining habe, dann trainiere ich so 2, 2,5 Stunden. Und dann ist meistens schon mittags. Dann esse ich was zu Mittag, ganz entspannt, aber oder koche mir was. Und dann mache ich ein bisschen was für die Uni. Und dann nachmittags, abends gucke ich, ob ich noch was mit den Freunden machen kann, wenn es irgendwie sich ergibt. Und sonst haben wir jetzt zum Beispiel in letzter Zeit viel, auch mit meinen Eltern, weil ich mehr zu Hause war, also bei meinen Eltern in Bad Homburg, als in Frankfurt, weil die haben ein großes Haus und dann muss ich nicht in meiner kleinen Bude in Frankfurt sitzen und dann kann ich da ein bisschen im Garten sein. Und wie gesagt, haben wir viel gekocht und viel abends noch zusammen irgendwie Spiele gespielt oder so. Hat ein bisschen über die letzte Zeit hinweggeholfen. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Ja, ach so, und jetzt im Winter, also im Winter ist eigentlich bis auf montags ist da eigentlich jeder Tag relativ gleich. Montags haben wir dann immer frei. Da schlafe ich dann auch schon mal länger oder liege halt mal ein bisschen länger im Bett. Das ist quasi so mein Sonntag. Und dann ganz normaler Tag sieht normalerweise aus, dass ich dann, glaube ich, so um kurz vor 9 in die Halle fahre. Also erst frühstücke und dann in die Halle fahre. Dann haben wir da Training, erst Off-Eis-Training, dann Eistraining. Das zieht sich dann immer ein bisschen, bis dann aus der Halle bin, ist meistens so 1:30, 2. Dann schnell irgendwas zum Mittagessen und danach mache ich auch ein bisschen was für die Uni oder was mit Freunden oder was halt auch mal ansteht. Und ja, es ist so ein relativ normaler Tag bei mir. Ja, du hast schon gesagt, du kochst dir dann mittags meistens was zu essen. Viele Sportler, auch auf Netflix gibt es ja jetzt die interessante Doku, dass vegane Ernährung irgendwie Leistungssportler noch besser fördern soll oder man noch mehr leistungsbezogen arbeiten kann. Wie sieht es da bei dir aus? Glaubst du oder bist du da auch auf dem Tipp, dass du immer mehr guckst, wie du isst, was du isst oder? Also definitiv schaue ich sehr auf meine Ernährung. Also ich achte wirklich viel, viel drauf. Ich esse halt auch mal, keine Ahnung, einen Burger oder so. Aber ich achte schon darauf, dass es halt, wenn ich Fleisch esse, dass es hochwertiges Fleisch ist. Also am liebsten halt vom Metzger oder Biofleisch.
Und sonst habe ich den Fleischkonsum bei mir eigentlich relativ runtergefahren und probiere auch anders irgendwie mir die Eiweiße reinzuholen. Aber ich kann auch nicht aufs Fleisch verzichten. Also dafür schmeckt es mir auch zu sehr. Aber wo es geht, lasse ich es irgendwie weg und probiere es durch pflanzliche Proteine zu ersetzen und mache halt viel Gemüse, dann klassisch Nudeln oder Reis dazu und dann vielleicht ein bisschen Fleisch oder halt auch mal nicht. Ja, sehr wichtig ja auch. Ich komme ja aus dem fußballerischen Bereich und da ist natürlich auch, also wie sich die Ernährung geändert hat und wie wir auch in vielen Nachwuchsleistungszentren, sei es jetzt beim Eishockey, sei es beim Fußball, also da ist schon Ernährung, fängt schon früh an und wird halt für die Kleinen auch immer, immer wichtiger. Und da ist einfach der Wandel, ist sehr, sehr krass, den dort einfach vollzogen wurde, also wie Ja, man auch. definitiv. Also mein Bruder, achtet auch sehr auf die Ernährung, sogar manchmal noch penibler als ich. Also der ist da wirklich relativ streng und meine Eltern auch ernähren sich auch beide super gesund und ich glaube, von daher habe ich das eh schon von Haus aus irgendwie mitbekommen und mir macht es auch Spaß und ich esse auch gerne eigentlich gesunde Sachen. Und wie gesagt, also auch mal ein bisschen Gummibärchen oder so, das ist natürlich, gehört auch mal dazu und Ja. will ich jetzt auch gar nicht sagen, sowas esse ich gar nicht, sondern das ist auch mal, oder ein Eis oder so, da kann ich auch nicht Nein sagen und irgendwie denke ich mir auch dann manchmal am Abend so, jetzt habe ich was ordentlich geschafft am Tag, dann kann ich mich auch mal belohnen. Ja. Dann stelle ich jetzt noch eine kleine klassische Frage. Wer kocht besser, du oder deine Freundin? Zurzeit noch ich, aber sie liebt es, wenn ich sie ein bisschen bekoche. Aber mittlerweile, jetzt hat sie mir auch schon ein, zwei Mal Gerichte gemacht und sie wird immer besser. Da muss ich manchmal ein bisschen aufpassen. Wobei, ich finde das auch gar nicht so schlecht. Dann kann ich mich auch mal nett bekochen lassen. Ja. Jetzt hast du erzählt, dass du viel bei deinen Eltern auch warst während der Corona-Zeit. Hast du da die Möglichkeit genutzt, auch zu Hause zu trainieren oder wie sah dann so dein Trainingsprogramm aus? Ja, also ganz am Anfang, wo dann wirklich alles streng geschlossen wurde, habe ich eigentlich fast nur zu Hause trainiert. Ich hatte das Glück, wie gesagt, zu meinen Eltern zu können. Die haben einen großen Garten und auch einen kleinen Fitnesskeller. Da konnte ich dann, habe ich mir irgendwie alle Gewichte zusammengekratzt, die es nur irgendwie da gab und konnte dann halbwegs ordentlich zu Hause trainieren. Ich meine, es war auch jetzt nicht das Beste, aber wer konnte jetzt schon gut trainieren in der jetzigen Zeit? Und seitdem es wieder ein bisschen lockerer ist, ich habe immer einen Personal Trainer im Sommer, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite, dem Jonas. Und dann habe ich wieder angefangen, mit ihm zu trainieren. Und er hat mir auch vorher die Pläne geschrieben. Und dann habe ich mit ihm jetzt seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, Mitte April trainiere ich dann wieder fest mit ihm, so dreimal die Woche. Und den Rest mache ich dann halt zu Hause, weil ich habe auch zu Hause die besten Möglichkeiten. Wir wohnen direkt am Taunus, da kann ich direkt Mountainbiken gehen oder Fahrradfahren gehen. Und da geht's eigentlich kaum besser. Und manchmal trainiere ich dann auch noch im Keller, aber eigentlich mehr mit meinem Personal Trainer. Aber im Keller lief dann wahrscheinlich auch Rocky, oder? Also damit man wenigstens. Ja, ich hab dann auch laut die Musik aufgedreht. Da kamen auch schon ein, zwei meine Eltern runter, haben gesagt, weil sie auch von zu Hause arbeiten mussten, ich soll mal ein bisschen leiser machen, weil es ist ein bisschen verstörender für die Kunden. Aber dann habe ich es ein bisschen leiser gemacht, probiert alle Türen zuzumachen, die es irgendwie gab. Und dann hat das auch ganz gut geklappt. Ja, das kann ich verstehen, kann ich verstehen. Dann Ja. lass uns mal über das Sportliche reden. Du kamst jetzt in allen 52 Partien der abgebrochenen Saison zum Einsatz, hast vier neue persönliche Rekorde auch aufgestellt für dich. Wie hast du denn die Saison bis zum Abbruch erlebt und wie hast du sie auch wahrgenommen? Ja, also für mich fing es eigentlich auch ganz gut an. Wir waren ja direkt in Finnland im Trainingslager. Ich war sogar vorher auch quasi im Juli nochmal allein in Finnland in einem Trainingslager zum Skating oder Verbessern der Schlittschuhtechnik. Das hat mir viel gebracht und dann ging es eigentlich schon gut für mich los. Ich habe direkt mit dem Steven DeLille in der zweiten Reihe gespielt und wir haben uns auch super von Anfang an verstanden. Es hat auch direkt bei den ersten Testspielen super funktioniert. Ich meine, wir haben da echt gegen hochkarätige Mannschaften gespielt, die es uns echt nicht leicht gemacht haben. Ich meine, da gegen die KHL-Mannschaft oder gegen die finnische Erstligamannschaft. Das war überhaupt nicht leicht und wir waren auch erst eine Woche auf dem Eis. Und dann hat das auch, ich glaube, hallo? Oh, Hörst du jetzt höre mich ich noch? dich wieder. Ich weiß nicht, wer. So, okay. Ja, jetzt höre ich dich wieder, ja. Ja.
dann hat es immer besser geklappt. Und ich meine, dann der Saisonstart war eigentlich ganz okay für uns. Wir haben uns ein bisschen was Besseres ausgerechnet und dann hatten wir, glaube ich, so im Oktober einen kleinen Durchhänger, wo wir dann eigentlich nur noch Heimspiele. So, hörst du mich jetzt wieder? Gab es irgendwie Probleme? Ich weiß nicht, woran ja, genau, ob es mein. Ich höre dich jetzt wieder. Eben hat es wieder angefangen. Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich wieder perfekt, ja. Okay, gut. Ja, das ist die Technik, die Technik. was hast du noch zuletzt gehört? Mit den finnischen Mannschaften, da hat es dann aufgehört bei mir. Da hat es dann aufgehört, okay. Dann war ich schon beim Saisonstart und da habe ich gesagt, dass der Saisonstart ja eigentlich ganz okay für uns war. Wir hatten uns da ein bisschen was Besseres ausgerechnet. Aber dann hatten wir so, glaube ich, vom Oktober bis Anfang Dezember so einen kleinen Durchhänger, wo wir eigentlich fast nur noch die Heimspiele gewinnen konnten und auswärts irgendwie nicht mehr unser PS aufs Eis bekommen haben. Und dann waren wir vom Winterderby und da habe ich schon zu meiner Freundin gesagt, dass ich glaube, dass das jetzt so der Turning Point in der Saison war, weil ich glaube, wir waren zwischenzeitlich auf dem achten Platz und haben da auch uns viel Kritik anhören müssen. Und dann habe ich gesagt, wenn wir das jetzt gewinnen, dann könnte das so ein Turning Point werden. Und dann haben wir das ja auch super gewonnen. Das war auch ein super geiles Erlebnis. Und dann haben wir, glaube ich, eine Siegesserie von 11 Spielen gestartet und haben dann richtig, ich muss gerade lachen, weil der Maisi was hier reinschreibt. Wir haben es dann geschafft, irgendwie unser Potenzial auch auszuschöpfen. Und dann haben wir uns nach und nach immer an die Tabellenspitze rangekämpft und ich glaube, haben dann auch verdient, als Erster die Hauptrunde beendet. Ja, Löwensportdirektor Fritz Meyer hat dich als absoluten Teamplayer und Identifikationsfigur beschrieben. Wo siehst du deine Stärken? Oh je, warte, jetzt sind wir kurz hier 1-0 für Düsseldorf. Deswegen ja, der macht dir den Service. Deswegen ist es auch so ruhig hier unten geworden. Also, okay. Ja, also, ja, meine Stärken. Also ich glaube, ich bin ein Teamplayer und gebe alles dafür, dass es fürs Team gut läuft und dass wir irgendwie den Sieg nach Hause bringen können. Meine Stärken sind dann auch eher das Defensivspiel. Ich meine, was man auch an der Statistik sieht. Ich bin jetzt nicht der große Toreschießer, aber ich glaube, dass da hat jeder seine Rolle im Team und die hat sich auch letzte Saison jeder so seine Rolle gefunden und ja, dann glaube ich, dass ich arbeite halt auch viel an den Menschen. Ich glaube, da sind dann auch andere noch mehr für verantwortlich und ich mache meine Stärke publik auszuspielen, alles fürs Team zu. Jetzt bleibst du ja eine weitere Saison auch in Frankfurt, hast deinen Vertrag verlängert. Ich habe gelesen, es gab auch einige interessante Angebote, auch aus anderen und höheren Ligen. Du musst natürlich nicht sagen, hast du mich gehört noch? Ist wieder Probleme? Ja, du bist leider sehr verzerrt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wir müssen ja nochmal stark. Ich höre dich leider nicht. Oh Mann, ey. Hallo, hallo? Ja, jetzt höre ich dich, aber ich kann dich noch nicht wieder sehen. Aber wir schaffen es noch. Ja, jetzt ist wieder perfekt. Funktioniert es jetzt wieder? Eigentlich habe ich hier volles WLAN und alles. Ja, ich habe zwischendurch jetzt mal auf mobile Daten gewechselt.
Ich weiß nicht, wie da das bei dir aussieht. Vielleicht sonst mal. Funktioniert das wieder? Ich habe jetzt mal. Vielleicht müsste jetzt wieder funktionieren. Ja, jetzt ist perfekt. Ja, ich hatte gefragt, dass du natürlich auch einige, also deinen Vertrag ja auch verlängert hast in Frankfurt, aber natürlich auch einige Angebote bekommen hast, wahrscheinlich auch aus höheren Ligen, hast du gesagt. Du musst auch gar nichts über die Angebote sagen, von wem und von was. Mich würde einfach nur interessieren, wie schwer oder wie sehr musstest du überlegen, halt auch solche Angebote dann mal auszuschlagen und wie sehr hast du halt auch oder träumst du davon, nochmal mit den Löwen DEL zu spielen? Also ich meine, wie du auch schon richtig gesagt hast, die Verträge und die Gespräche, das sind ja auch immer sehr, sehr vertraulich. Und ich glaube, wer so ein bisschen meinen Werdegang kennt, der weiß auch, unterhält und was so, was dann quasi so abgeht und mit wem man alles spricht. Aber wir stehen. Oh Mann, jetzt. So, noch mal warten, bis es läuft. Soll ich mal rausgehen oder reingehen? Ja, wir können es gerne mal versuchen. Ich weiß nicht, wie das mit mobilen Daten aussieht bei dir, ob das vielleicht stark genug ist. Ja, ich habe eigentlich genügend, aber ich habe nicht so viel Empfang hier in dem Haus. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder irgendwie okay sein. Ja, zur Not, ich lade dich einfach noch mal neu ein. Ja, geht's jetzt? Ich hoffe, es geht jetzt. Das ist ja echt, echt nervig. Sonst muss ich vielleicht mal rausgehen oder so, weil hier in dem Haus habe ich nicht so viel Empfang. Hm. Nee, jetzt höre ich dich wieder gut. Ja, wie gesagt, mit den Angeboten waren wir stehen geblieben. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Ja. Also. Ja, liebe Grüße auch zurück ins Dorfstadel. Aber ich glaube, Düsseldorf führt noch 1-0. Deshalb müssen wir mal gucken. Wir warten jetzt, dass auch Marius hier wieder eintreten kann. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Internetprobleme dann gleich beheben können. So, jetzt habe ich mal alles geschlossen und wieder aufgemacht. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Ja, und ich habe unseren Mitbewohner auch mal aus dem WLAN geschmissen. Okay, gut. Er sagt schon, ich habe nichts gemacht an unserem WLAN. Ja, Ja, vielleicht glaube liegt ich. Meine Schwester guckt jetzt auch zu, das heißt, wir müssen uns jetzt auch benehmen. okay, da benehmen wir uns mal ein bisschen. Genau, nein, wie gesagt, erzähl uns ein bisschen was über die Angebote oder auch deine Träume. Ja, also wie gesagt, das sind ja so Gespräche sind auch mal sehr vertraulich, deswegen kann ich da jetzt so auch nicht so viel sagen, aber wie ich eben schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, sowas anhand meines Werdegangs kann man dann auch ein bisschen quasi sich denken, mit wem man da gesprochen hat. Und natürlich ist das ein Ziel für mich, auch mit den Löwen aufzusteigen und dann auch mit den Löwen in die DEL zu gehen. Was jetzt die Saison passiert, okay, warte mal. Also ich sehe dich, weiß nicht, ob ich jetzt auch dich wahrscheinlich wieder hören kann.
Ich höre dich leider nicht. Wir starten es nochmal neu. Ja. Wahnsinn. Die heutige Technikzeit. So, mal gucken. Erstmal liebe Grüße natürlich an alle, die hier live zuschauen, auch an meine Schwester und meine Freundin, die jetzt im Dorfstall sitzen. Sind wir mal gespannt, was hier jetzt noch passiert. Wir werden natürlich schnellstmöglich versuchen, hier Marius wieder zu bekommen. Ja, erzähl mal einen Witz. Ein Witz ist, wie du im 85er-Modus FIFA spielst, aber das weißt du natürlich selber. Gucken wir mal, ob wir Marius hier wieder reinbekommen. So, ich habe das jetzt über Hotspot gemacht von dem Handy meiner Freundin, weil die hat hier irgendwie 3G und vielleicht klappt das ja besser, hoffentlich. Ja, wir hören und sehen dich auf jeden Fall jetzt wieder. Super, echt bisschen blöd, aber Gut. das WLAN scheinbar ein bisschen überlastet, wer weiß. Ja, ist wahrscheinlich von Düsseldorfern gehackt. Ja, wahrscheinlich. Also steht ja scheinbar immer noch 1-0, wie ich eben Ja. hier gelesen habe. Ja, ich habe gehört, dein Werdegang, wer deinen Werdegang verfolgt hat, weiß natürlich, Gut. wo du herkommst. Ja, genau, mit wem man gesprochen hat und alles. Aber wie gesagt, das sind halt vertrauliche Gespräche und da will man jetzt auch nicht wie groß ins Detail gehen und war ja auch noch nichts irgendwie festgesprochen. Und ich meine, mit Frankfurt, das Angebot kam auch dann relativ früh und muss dann auch nicht lange überlegen. Und ich meine, ich bin ja in Frankfurt zu Hause, habe hier meine Freunde und alles. Und kenne auch die Stadt, muss nicht umziehen, fühle mich auch in Frankfurt wohl. Und Ziel für mich ist es natürlich, auch mit Frankfurt dann irgendwann mal oder dann am besten nächste Saison in die DEL aufzusteigen und dann auch mit Frankfurt in der DEL zu spielen, ja, ganz klar. Und in welcher Halle dann? Am Rasen. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen die Diskussion, also. So wie ich das jetzt verfolgt habe, am liebsten in The Dome, aber wer weiß, was kommt und wie lange sich das noch alles hinzieht, weil das ist ja auch scheinbar in Frankfurt schon eine etwas längere Sache und irgendwie geht da auch nichts wirklich voran. Ja. Ja. Erzähl uns mal von deinem lustigsten Moment aus der Kabine, vielleicht aus diesem Jahr. Gab es da einen Moment, den du vielleicht erzählen kannst oder was so für dich ein Highlight dieser Saison in der Kabine war? Boah, also da muss man echt bisschen überlegen, oder was heißt überlegen? Ich meine, es passieren irgendwie tagtäglich immer echt witzige Sachen. Und das ist dann aber auch immer der Situationskomik geschuldet. Und wenn man sie dann so erzählt, sind sie dann auch nicht so witzig. Aber relativ zum Schluss der Saison kam ich einmal in die Kabine. Ich bin auch immer relativ früh in der Kabine und es waren nur so ein, zwei Leute da. Also ich glaube, die jungen Spieler und der Manu Strodel und der Eddie Lewandowski und dann kam mir schon der Suvi, unser Betreuer, entgegen und er war komplett von oben bis unten, ich dachte, hast du den Kakao übergeschüttet oder was? Weil er war wirklich komplett von oben bis unten mit so braunen Punkten, auch seine komplette Anziehsachen waren komplett voll. Und da hat sich dann herausgestellt, der Eddie hat sich einen Eiweißshake gemacht und wollte ihn schütteln. Und hat den Deckel nicht richtig drauf gemacht und hat dann, der Sui stand daneben und hat dem das komplette Ding übergeschüttet. Und der sah aus, echt wie, als ob er einmal im Kakao gebadet hätte. Also, das war wirklich ein Wahnsinn. Highlight, ja.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier kam gerade eine Frage, auf die ich ganz gerne auch eingehen möchte. Und zwar hast du ja erzählt, dass du in Finnland auch am Skating oder geübt hast, beziehungsweise am Practice, wie man richtig skatet und auf dem Eis steht. Hier war die Frage, was würdest du den Laufschülern oder U-Spielern empfehlen, wie man die Sommerpause bestmöglich nutzen sollte und wie viele Stunden man auf Inlinern dabei verbringen sollte? Ich glaube. Ja, schwierige Frage. Also ich habe auch wo ich so jung war, nicht drauf wirklich geachtet, was ich gemacht habe. Aber wir haben viel mit Freunden Inline-Hockey gespielt, auch viel mit dem Tim Ansink, der wird ja auch ein Begriff sein. Da haben Ja. wir uns immer in Ober-Eschbach an der Sporthalle da getroffen und haben wirklich echt viel Inline-Hockey gespielt und haben uns so den ganzen Sommer irgendwie verbracht. Und meine Laufschule, das ist ja echt noch früh und da kann man ja auch nicht viel irgendwie Krafttraining oder so machen, sondern eigentlich, man muss da wirklich bei den Basics bleiben und wenn es geht, irgendwie halt aufs Eis gehen, aber im Sommer ist das ja immer schwierig. Aber im Winter, ich will immer jedes Training nutzen und da im Hofspielen oder ja, wie der Sebastian von Garzen schreibt, im Hof ganz früher haben wir echt viel auch immer gezockt, die ganzen Garagen irgendwie kaputt geschossen und alles Mögliche. Also wir haben da wirklich jede Sekunde genutzt, um irgendwie auf den Inlinern zu stehen. Und ich glaube, das ist für den Sommer echt die beste Alternative. Vor allem, wenn man so jung ist, um auch Spaß weiterhin am Eishockey oder Inlinehockey zu haben. Und zum Stickhandling, hast du da vielleicht auch noch ein paar Tipps, gerade so in der Sommerzeit? Ja, es gibt so Platten, die man im Internet bestellen kann. Also da kann man mir auch ganz gerne auf Instagram schreiben und da kann ich da mal was schicken. Die kann man super easy im Internet bestellen und das ist so ein bisschen künstliches Eis und zwar nicht ganz wie auf dem Eis, aber ist super, um da ein bisschen auch dran zu bleiben und damit kann man auch ganz gut schießen. Das ist ein bisschen besser als auf dem Teerboden oder so. Das fühlt sich dann ein bisschen mehr wie Eis an. Oder es gibt so Green Biscuit heißt es. Das ist so ein grüner Puck, den man super auf der Straße benutzen kann, der sich ein bisschen besser anfühlt wie ein normaler Puck auf dem Eis. Jetzt bist du ja auch wirklich Frankfurter durch und durch. Mich würde interessieren, ich bin jetzt vor einigen Jahren zum Studieren hierher gekommen. Was ist denn so dein schönster Ort in Frankfurt? Ja, da gibt's eigentlich viele. Also zum einen bin ich recht gerne am Osten. Ich glaube, das wird dir vielleicht auch was sagen, am Main oder auf der Sachsenhäuser Seite, wo man wirklich auf die Skyline schauen kann. Oder so ein nächster Klassiker, der Opernplatz, weil ich einfach dieses Zusammenspiel zwischen der alten Oper und den Hochhäusern echt mag. Aber eigentlich bin ich am liebsten im Taunus bei meinen Eltern. Da kann man super schöne Touren machen auf dem Herzberg oder auf dem Bleibeskopf. Das ist eigentlich mein Lieblingspunkt. Da kann man hochgehen und hat einen super Blick auf die Skyline über das ganze Rhein-Main-Gebiet. Und das finde ich irgendwie so am schönsten, dass man so super in der Natur sein kann, aber auch irgendwie der Stadt ganz, ganz nah ist. Und natürlich der Radweg, das darf ich ja nicht vergessen. Die Ja. Eissporthalle, da bin ich mehr oder weniger groß geworden und seitdem bin ich eigentlich auch mal sehr, sehr gerne da. Hast du denn dann auch so ein typisches Frankfurter Essen, was dir so, also Handkäse mit Musik oder Frankfurter Schnitzel, gibt es da irgendwas? Ja, Handkäse mit Musik mag ich super gern oder die grüne Soße, das ist eigentlich so mein Leibgericht aus Frankfurt. Nirgendwo schmeckt sie so gut wie bei meiner Mutter, aber wenn ich dann nicht mal zu Hause essen kann, dann gehe ich gerne ins gemalte Haus. Das ist zum Beispiel ein Freund von meinem Vater, der betreibt das oder ein Apfelwein Wagner oder ein Solzer, da gibt es sehr viele schöne Apfelweinlokale. Ja, das ist ja top. Kurze Frage zwischendurch, so für die gute Laune. Eis essen oder Eis laufen? Zurzeit Eis essen, aber und auch wenn es wärmer wird, aber dann natürlich mit der Mannschaft wieder Eis laufen. Definitiv. Ja, jetzt hast du ja die Mannschaft schon angesprochen. Was war so in deiner Karriere der schönste Moment, vielleicht auch im Nachwuchs oder auch der schönste Moment jetzt bei den Profis? Also bei den Profis erstmal gibt es zwei eigentlich Momente, die mir so wirklich sehr im Kopf geblieben sind. Das war einmal der Finaleinzug damals in Dresden, wo wir in Overtime gewonnen haben, also quasi vorletzte Saison. Da war ich dann auch auf dem Eis, als das Overtime-Tor gefallen ist und dann im Finale zu stehen, das ist natürlich
eine super Sache. Und die andere Sache war das Winterderby jetzt letzte Saison. Ich meine, ich war als kleines Kind und als Jugendlicher bei zwei so Eventspielen, einmal auf Schalke bei Deutschland gegen USA und einmal in Düsseldorf bei Düsseldorf gegen Köln. Und da habe ich mir schon immer davon geträumt, wirklich auch mal selbst auf dem Eis, auf dem Fußballfeld zu spielen. Und deswegen, das Winterderby war einfach eine klasse Sache und dann auch mit dem super Endergebnis für uns und auch das, glaube ich, für die Zuschauer so ein dramatisches Spiel war. Das war einfach ein Erlebnis, was ich eigentlich nicht mehr vergessen will. Kannst du dich noch an die Stimmung auf Schalke erinnern? Das muss ja auch der 2-1-Sieg gegen die USA. Ich glaube, es war 2-1, wenn ich mich richtig erinnere. Glaube auch, das war, glaube ich, auch sogar in Overtime, kann das Genau. sein? Da Ja. war ich noch deutlich jünger und also das war super. Und ich fand das irgendwie so schön damals, die komplette Eis oder die komplette Fußballstadion war voll, aber man hat irgendwie auch keine Polizei und nichts gesehen. Und das ist so, finde ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Eishockey und dem Fußball. Und dass da jeder irgendwie mit jedem klarkam, okay, natürlich war das jetzt in Deutschland und es waren vielleicht nicht so viele Amerikaner da, aber musst du mir beim Fußballspiel vorstellen, bei einem Länderspiel, ob das dann auch so easy Ja. vonstatten gehen würde. Und die Stimmung war einfach bombastisch. Und dass dann Deutschland noch gewonnen hat gegen die USA, was eigentlich keiner wirklich geglaubt hat, das war dann noch umso besser. Ja, jetzt hast du ja auch schon die Überleitung hier wieder sehr gut für mich hergestellt. Und zwar auch schon den Halbfinaleinzug besprochen als einer deiner schönsten Momente im Löwentrikot. Wie schmerzhaft war dann aber die Niederlage im Finale dann gegen die Ravensburg Tower Stars? Also wie war das? Ja, im ersten Moment war es sehr traurig. Also die Jungs waren alle am Boden und auch so 3, 4 Wochen danach, wo man dann nochmal mit den Jungs gesprochen hat, haben sie alle gesagt, irgendwie ist es ein sehr bitterer Moment, weil wir waren irgendwie wirklich mit einer Hand am Pokal und haben uns wirklich da die größten Chancen ausgerechnet. Und wir hatten auch alle das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft waren, aber irgendwie durch sag ich mal, Uncleverness, es einfach nicht geschafft haben, das auch nach Hause zu bringen. Und deswegen ist das sehr bitter. Und auch wenn man jetzt zurückdenkt, denkt man wirklich, oh Mann, man hätte es ja wirklich schaffen können. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch kein Beinbruch und es wäre umso schlimmer gewesen, wenn es um Aufstieg gegangen wäre. Ja, ich kann mich da auch, glaube ich, an eine Szene erinnern, wo da so auch vielleicht der Turnaround für Ravensburg war. Ich glaube, es stand 4-2 für euch in einem Spiel. Da lief dann mehr oder weniger, ich will es nicht. Die Serie auf gar keinen Fall, lief dann irgendein Spieler hatte Geburtstag, es lief dann ein Geburtstagsständchen durchs Stadion und ehe man sich versah, waren glaube ich 2 Sekunden vor Schluss, hat Ravensburg das 5-4 geschossen. Sag Ja, mir. also das war ein sehr, sehr bitterer Moment. Also irgendwie, das war also auch ganz komisch und ich weiß auch gar nicht mehr so genau, ob ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich meine, irgendwie haben wir gerade ein Tor gesch oder fast ein Tor geschossen, irgendwie Pfostenschuss und dann kam irgendwie die Torsirene, die Hälfte der Mannschaft hat aufgehört zu spielen. Der Schiri hat aber nicht weitergepfiffen und hat es irgendwie weiterspielen lassen, das Spiel. Und dann auf einmal, unser Torwart war auch sehr irritiert und auf einmal steht der Ravensburger allein vor unserem Tor und schießt sein Tor. Und jeder war irgendwie ganz verwirrt, was da wirklich los war. Und es hat so ein bisschen, glaube ich, einen Knackpunkt oder einen Knacks gegeben. Und dann haben wir es leider nicht mehr geschafft, irgendwie uns davon zu erholen. Das war, glaube ich, wirklich so ein Turning Point für Ravensburg in der Finalserie. Jetzt konntest du ja aber schon eine Meisterschaft der, also Frankfurter Lions damals feiern, und zwar 2004 auf dem Römer. Da gibt es ein interessantes Bild, was du uns ja auch geschickt hast. Wie kam es denn dazu, dass quasi mal der kleine Marius dann mitten auf dem Römer stand und quasi mit den Profis feiern durfte? Ja, das war eine super schöne Sache. Also ich weiß gar nicht, seit wann ich zum Eishockey gehe, aber auf jeden Fall in der Meistersaison war ich auch schon, glaube ich, zweite oder dritte Saison dabei. Meine Eltern haben mich da immer mit hingenommen und mein Papa kannte den damaligen Präsidenten sehr gut und hat mich dann, hallo an Luca, hat mich dann der Präsident von den Löwen, der Schröder damals, hat mich dann und meinen Bruder gefragt, ob wir denn nicht mit auf den Römer wollen. Haben wir dann natürlich unsere Kinderaugen haben dann gestrahlt und haben gesagt, sofort, bitte ja. Und dann ist das berühmt-berüchtigte Foto neben Rüdiger auf dem Römerberg entstanden, oder auf dem Balkon.
Ja, jetzt hast du ja schon auch deinen Vater angesprochen. Ich habe natürlich vorher versucht, so auch alles über dich herauszufinden, wie es in der PR-Arbeit nur so möglich ist. Habe dann natürlich mal deinen Vater angeschrieben und habe gefragt, so was der wohl Lustiges jetzt raushauen kann. Und einige Sachen erzähle ich jetzt einfach mal und du musst uns dann wahrscheinlich auf den Zug mit aufnehmen und dann das ganze Sache oder die ganzen Sachen dann mal in einen Kontext einordnen. Und zwar Ui, jetzt kommt's. wurde in der Familie R quasi behauptet, du legst sehr, sehr viel Wert auf das perfekte Outfit. Und das Ah. perfekte Outfit müsste immer sein. Und in der Schule war es häufig Polizist oder Feuerwehrmann. Jetzt ist natürlich meine Frage, da ist die Eishockey-Welt ja ziemlich weit weg, wieso du nicht Polizist oder Feuerwehrmann geworden bist. Also, ja, das war eher im Kindergarten. Da war das immer so, irgendwie habe ich es geliebt, mich zu verkleiden. Und bin dann wirklich jeden Tag immer mit einem anderen Kostüm in den Kindergarten gegangen und musste irgendwie aber auch immer alles stimmen. Also ich habe immer bis aufs kleinste Detail drauf geachtet. Ich habe früher, wenn ich im Hof als wirklich ganz kleiner Junge mit 4 Jahren Hockey gespielt habe, dann musste wirklich die Lederhose quasi als Hosenersatz gehen. Die Handschuhe von meiner Mama oder die Gartenhandschuhe als Eishockeyhandschuhe, alles musste so perfekt wie nur möglich irgendwie sein. Oder wenn ich Fahrradfahren gegangen bin, dann konnte das nicht irgendwie normal sein, sondern musste mit einem Fahrradtrikot, so wie die Fahrradprofis, vonstatten gehen. Und es musste immer irgendwie so aussehen wie bei den Profis. Und deswegen, ich glaube, das hat sich bis jetzt auch nicht irgendwie anders, oder hat sich so fortgeführt. Ja, bist du dann jetzt auch noch relativ modeverliebt? Also achtest du sehr, was, wie, wann, wo? Oder gibt es auch quasi den Bad Hair Day bei einem Ja, es gibt auch den Bad Hair Day aber wenn ich rausgehe, gucke ich schon immer, dass irgendwie alles halbwegs stimmt. Also ich gehe natürlich auch mal mit Jogginghose aus dem Haus oder irgendeinem krumpeligen T-Shirt, aber normalerweise muss das schon immer alles irgendwie stimmen. Und irgendwie, glaube ich, habe ich das so ein bisschen von meiner Mama geerbt, die ist ja auch sehr modeaffin und irgendwie habe ich das so mitgenommen und da muss schon jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich sein, aber es muss schon alles irgendwie passen und stimmig sein. Ja, eine weitere Geschichte kam natürlich, wo du das Thema Profis ansprichst. Ich weiß nicht, wie sehr deine Liebe noch zur Formel 1 hält oder Formel Ja, 1 du behalten. eigentlich sehr. Ja, da gab es eine Geschichte, immer im Sommer lief dann die Formel 1 und dann habe ich auch immer die Formel 1 im Na, wie heißt bei uns im Sessel quasi geschaut und dann musste das aber auch immer à la Michael Schumacher im roten Overall und dem Motorradhelm von meinem Vater sein, mit einer Trinkflasche, die einen Trinkschlauch dran hatte. Also da habe ich mir alles abgeschaut, wie das bei den Profis so abläuft. Und ich glaube, da haben sich meine Eltern immer wirklich sehr drüber amüsiert und erzählen die Geschichte jetzt auch heute noch sehr gerne. Ja, ich habe auch Wahnsinnsbilder bekommen. Wenn das für dich geht, würde ich vielleicht in einem kleinen Layout dann nochmal zusammenschneiden und unserer Facebook-Gemeinde natürlich und Instagram-Gemeinde auch zur Verfügung stellen. Aber Ja, natürlich. die kannst du sehr gerne zeigen. Ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Wildes oder Verstörendes. Ich glaube, da freut sich jeder drüber, wenn er mal ein bisschen lachen kann. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass die Ausrüstung bzw. das Outfit immer sehr wichtig war. Dein Vater hat auch gesagt, du wärst eigentlich auch ganz gerne Goalie geworden, weil die Ausrüstung so spannend war oder so cool war. Dazu ist es dann aber auch nicht gekommen. Ja, also ich war immer, ich glaube, da können sich einige auch jetzt Kinder das nachvollziehen, dass sie die Ausrüstung so cool finden. Und wenn man heutzutage einige Profi-Torhüter fragt, die werden das auch irgendwie so bestätigen, dass sie, oder ein Großteil, dass sie wirklich die Ausrüstung cool fanden und deswegen Torwart werden wollten. Aber irgendwie ein bisschen hatte mein Vater da was dagegen gehabt und dann bin ich quasi im Sturm früher noch geblieben und war halt dann beim Fußball. Ich habe auch noch Fußball nebenbei gespielt, immer Torwart, was eigentlich auch ganz gut lief, aber irgendwann war dann doch Eishockey mehr meine Sache und bin da beim Eishockey geblieben. Wo hast du gespielt, Fußball? Bei mir im Dorfverein, beim 1. FC Oberstetten. Was steht? Ja, okay. Oder Ja. Oberstedter Fußballclub, so hießen, glaube ich, ja. Ja. Dann der Sport, der heutige Sportdirektor der Wölfe, also der Freiburger Wölfe quasi. Sagt dir der Name was? Ja, sagt mir, oder ja. Sagt dir die Geschichte auch, die es dazu gibt, noch irgendwas? In einem Auswärtsturnier, ich glaube, es war dein erstes Übernachtungs- und Auswärtsturnier in der Jugendherberge.
Jetzt musst du mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, da weiß ich jetzt nicht. Dass du sehr aufgeregt warst, nachts nicht schlafen konntest, weil du irgendwie etwas nervös oder Angst hattest und dann beim Betreuer lange im Bett gestanden hast und gefragt hast. Ja, genau. Der Daniel Heinrizival, der ist ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr da tätig. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er jetzt hingegangen ist oder ob das schon bekannt ist. Aber da habe ich dann nachts irgendwie nicht schlafen können. Ich glaube, das war damals in Schwenningen in der Jugendherberge. Ich war auch mit Abstand der Jüngste, habe quasi bei den Älteren mitgespielt und bei meinem Bruder. Und dann konnte ich irgendwie nicht schlafen. Und die anderen, wie gesagt, waren schon älter. Denen war das irgendwie schon bekannt und die konnten das ganz easy machen. Aber ich habe mich dann zum Daniel ins Bett gelegt und konnte dann da irgendwie friedlich schlafen. Und verlief das Turnier dann erfolgreich? Kannst du dich daran noch erinnern? Nicht mehr so, aber ich glaube, das ist alles dann gut gelaufen. Ich glaube, nach der ersten Nacht ging es dann auch irgendwie halbwegs wieder. Ja, dann hatte Frau, also Stefanie Emmerich, die ja auch zuguckt, hatte noch Fragen gestellt. Was wäre denn eigentlich dein Plan B geworden oder wenn du mit einem quasi nicht mehr deine Brötchen verdienen kannst? Also wie gesagt, ich studiere nebenbei. Das ist so den Plan B, den ich habe. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich mal gehen will, aber ich glaube, mit BWL ist man relativ breit aufgestellt. Ob ich jetzt beim Eishockey irgendwie in der Managerfunktion bleibe oder was ganz anderes mache, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das ist so ein bisschen beim Plan B, dass wenn ich mit dem Eishockey fertig bin, auch meinen Bachelor und dann hoffentlich auch noch Master gemacht habe und dann auch frei quasi für die normale Wirtschaft bin und das ist so ein bisschen der Plan B. Ich bin ja mit 16 Jahren aufs Internat hier nach Köln gegangen und habe schon eigentlich alles immer so zweigleisig ausgerichtet, also dass ich mein Abitur machen kann und aber auch den Sport. Und ich glaube, damit ist das auch immer ganz, ganz gut, bin ich damit ganz gut gefahren. Und die Lust, mal über den großen Teich zu gehen, eventuell auch seinen Master vielleicht in Amerika oder in Kanada zu machen, vielleicht auch ein Stipendium noch, wie sieht es da aus? Oder? Ja, ich hatte mal, die Sache ist ja zum Beispiel, die haben da so Restriktionen, dass wenn du mal Profi warst, also in einem Sport Profi warst, dann kannst du da nicht mehr in der Universität quasi spielen. Mhm. Also der Zug ist mehr oder weniger abgefahren. Aber ich hatte mal, als ich mit dem Abitur so kurz vorm Ende stand, hatte ich mal drüber nachgedacht und habe mir mal überlegt, das zu machen. Aber irgendwie wollte ich dann doch hier in Deutschland bleiben und habe dann so meinen Weg irgendwie gefunden. Auch wenn es vielleicht mit dem Studium in Amerika und gleichzeitig im Eishockey spielen super gewesen ist. Aber genau, wie hier schon Stefanie Emmerich sagt, bleib ich jetzt erstmal vorerst hier. Jetzt hat uns ja, sage ich mal, die Corona-Pandemie alle ein wenig betroffen und auch wahrscheinlich unser Leben komplett auch für die nächste Zeit auf den Kopf gestellt. Was würdest du persönlich Positives aus der Pandemie mitnehmen, wenn es vielleicht auch irgendwie etwas Positives überhaupt gibt aus so etwas? Boah, ist eine schwierige Frage. Also ich habe probiert, das Beste draus zu machen, habe probiert, wirklich zu trainieren und mein Studium irgendwie ein bisschen, was über die Saison hinweg vielleicht ein bisschen weniger wurde, jetzt wieder mehr in Angriff zu nehmen und da wieder mehr zu machen, damit ich in der Saison wieder ein bisschen mehr Zeit habe also mich nur aufs Eishockey konzentrieren kann. Das probiere ich damit rauszunehmen und vielleicht ist das für die Menschen auch mal nicht schlecht, ein bisschen achtsamer zu werden, ein bisschen mal auch auf die Mitmenschen zu achten. Und ich habe super schön die ganze Umgebung, also den Taunus, noch besser kennengelernt, wo man vielleicht auch mal merkt, man muss jetzt nicht unbedingt jedes Jahr zum Urlaub irgendwo groß weg hinfliegen, sondern kann auch mal zu Hause ein bisschen Urlaub machen. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen aus der Pandemie bis jetzt gelernt. Und ja, ich meine, man kann ja immer noch nicht sagen, wie das alles ausgeht und wann es bei uns auch wieder losgeht. Also das ist alles nicht so einfach zurzeit. Jetzt hatte ich gelesen, wahrscheinlich genauso wie du auch aus der Presse mitbekommen hast, auch die Löwen haben sich dazu ja auch noch nicht geäußert, was ja auch vollkommen okay ist. Die Spieler sollen wohl auf Gehaltsverzicht oder auf einen Teil zu 25%, hatte ich glaube ich gelesen, auf ihr Gehalt verzichten, damit sie eine Lizenz bekommen oder damit der Verein eine Lizenz bekommt. Grundsätzlich einfach mal völlig frei, ohne deine Wertung oder wie siehst du das? Findest du, dass es gerechtfertigt? Sagst du generell, auch Gehaltsverzicht wäre für mich oder wäre okay, damit wir einfach vernünftig spielen können? Hauptsache, es geht irgendwann wieder los oder
ist das Ganze auch einfach kritisch und aus vielen Augen zu betrachten. Ja, ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen die Spielersicht verstehen. Ich meine, ich finde es sehr gut und Gehaltsverzicht, wenn wirklich der Verein zeigen kann, ja, es geht nicht ohne, sonst würden sie pleite gehen. Ich glaube, da sagt kein Spieler, nee, ich will mein volles Gehalt haben, sondern dann sagt jeder Spieler, okay, ich verzichte ein bisschen auf mein Gehalt. Aber so wie ich das jetzt auch mit den Erstligaspielern mitbekommen habe, dass das halt einfach so ein bisschen vorgesetzt wurde und die gar nicht informiert wurden, woraus sich jetzt auch diese Interessensgemeinschaft gebildet hat, finde ich das ein bisschen unfair und ein bisschen einfach ungerecht den Spielern gegenüber. Also ich kenne keinen, der sagt, okay, ich will mein volles Gehalt dann wirklich auch haben, wenn es sein muss, sondern jeder ist da kompromissbereit, aber jeder will auch an den Tisch mitsitzen. Und ich meine, manche Spieler haben sich vielleicht ein Haus mit einem Kredit gekauft oder müssen die ganze Familie davon ernähren. Und dann von jetzt auf gleich auf 25% des Gehalts zu verzichten, ohne dass die irgendwie mit an den Tisch geholt werden, das finde ich halt ein bisschen überzogen und dann auch einfach ein bisschen zu forsch. Also wie gesagt, wenn man da das mit allen irgendwie bespricht und alle da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann wäre das eine schöne Sache. Und keiner ist irgendwie wird dann dagegen sein. Aber wie ich jetzt eben schon gesagt habe, einfach ein bisschen die Spieler mit einbinden und dann ist das auch, wird das auch funktionieren. Ja, jetzt ist das generell die finanziellen Möglichkeiten bei Eishockeyverein ist relativ schwierig, auch in Deutschland. Ich sag mal Fußball, Handball so auf Platz 1 und 2, vielleicht Basketball, Eishockey 3, 4, vielleicht auch Ja. Unterschied. Auf Fußball ja auf jeden Fall ganz klar auf der 1. Was mich persönlich oder einfach mich nochmal interessiert, viele Fußballer, sei es in der Kreisliga, sei es höherklassig, spielen ja teilweise maximal zweimal die Woche, wenn internationale Spiele sind. Eishockeyspieler spielen ja auf jeden Fall immer freitags, sonntags und ab und zu ja auch nochmal dienstags oder mittwochs. Wie sieht es da eigentlich aus, so vom Leistungslevel? Hast du dann auch irgendwann mal das Gefühl, boah, so in anderen Sportarten wäre es auch mal cool, vielleicht nur einmal zu spielen? Oder ist man als Eishockeyspieler einfach so im Modus, dass man weiß, ich kann meine Kraft so einteilen, okay, Freitag, Sonntag geht's rund? Also man hat sich irgendwie dran gewöhnt und wir kennen es auch nicht anders. Also ich glaube, wir hatten jetzt letzte Saison mal ein Wochenende, da wo das Winterderby war, dass wir nur ein Spiel am Wochenende ha hatten und das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, man kann sich da die Kraft schon immer gut einteilen und ich kann es schon immer nicht hören, wenn irgendwelche, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwelchen Fußballern auf den Fuß trete, aber ich kann es dann manchmal halt auch nicht hören, oh, wir haben jetzt englische Woche. Wir packen das vom Energielevel her nicht. Okay, ich meine, das ist vielleicht auch eine andere Belastung, aber ich meine, wir haben dann, wenn wir drei Spiele die Woche haben oder in den Playoffs sogar noch mehr, kommen wir damit auch irgendwie klar. Und deswegen finde ich, kann das auch dabei bleiben. Und ich kann auch, ich glaube, keiner hätte von uns ein Problem damit, wenn wir irgendwann im Oktober oder November anfangen und dann wirklich drei Spiele wie in der NHL, also drei Spiele pro Woche wie in der NHL zu haben. Ich glaube, das würde jeder von uns packen. Und zum Beispiel während der Weihnachtszeit höre ich auch keinen von uns meckern, dass wir wirklich jeden zweiten Tag ein Spiel haben. Und dann sogar noch über die Feiertage, wo dann wirklich die Fußballer nochmal in Dubai am Strand liegen. Ja. Ja, also daraus schließe ich dann jetzt die Homepage, die du morgen auf der Nachwuchsseite sehen wirst. Marius R. kritisiert Profifußballer. Ja, genau. Das sehe ich schon kommen, aber jeder, der mich kennt, weiß da auch, dass ich auch höchsten Respekt vor den Fußballern habe. Und ich meine, die stehen ja vielleicht sogar noch unter einem deutlich höheren Druck als wir. Die haben da noch viel mehr Zuschauer und da ist auch noch viel mehr mediales Interesse dabei. Und deswegen kann ich auch auf der einen Seite verstehen, dass sie auch dementsprechend entlohnt werden, weil sie wirklich auch in der Öffentlichkeit zu Gast stehen. Weil wenn ich jetzt hier durch Köln durch die Stadt laufe, okay, da kennt mich keiner. Oder auch in Frankfurt werde ich nicht oft angesprochen, aber ein Fußballer, der jetzt in Frankfurt spielt und in Frankfurt durch die Stadt läuft, ich glaube, der wird da dauernd angesprochen. Und, ja. Ja, ich weiß nicht, hast du die Doku von Michael Jordan gesehen? Ich Ja, die will weiß. ich mir auf jeden Fall anschauen. Noch habe ich sie mir nicht angeschaut, aber das steht auf jeden Fall in meiner Watchlist. Ja, weil das so sehr, sehr krass ist, wo du das ansprichst, dass der ja einfach nirgendwo an der Zeit mal hingehen konnte, ohne dass ihn sofort die Leute erkannt haben. Ja. Und
Also das nimmt jetzt gar nicht, da würde ich sagen, die Fußballer in Schutz, aber das ist einfach schon, glaube ich, auch manchmal ein Luxus, sage ich mal, so einer Sportart wie beim Eishockey, dass man natürlich in Frankfurt dann hin und wieder auch mal erkannt wird, was auch schön ist, aber dass man, sage ich mal, auch das Leben auch als Student vielleicht noch mal ein wenig dann genießen kann, ne? Ja, ich meine, wenn jetzt ein Fußballer aus dem Haus geht und vielleicht nicht irgendwie jetzt gut gekleidet ist oder jetzt nicht die Kappe tief ins Gesicht gezogen hat, dann werden dann auch direkt Bilder gemacht und die können ja auch quasi nichts mehr sagen, ohne dass das fünfmal irgendwie die Wörter im Mund umgedreht werden. Deswegen ist das auf der einen Seite auch gerechtfertigt, sage ich mal, dass sie so entlohnt werden. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ich habe auch den gleichen Aufwand oder vielleicht sogar manchmal mehr Aufwand, dadurch, dass wir auch zu jedem Auswärtsspiel mit dem Bus hinfahren und auch wirklich jeden Tag mal mindestens genauso viel wie sie trainieren. Da will man sich da auch schon manchmal drüber freuen, Ja. über das Gehaltsniveau, sage ich mal. Ja, wie entspannt bist du? Das ist natürlich jetzt eine schwierige und das blöde Frage eigentlich. Aber wie entspannt bist du dann so bei den Inter oder bei auch Autogrammen geben oder auch beim Nach dem Spiel noch dir Zeit zu nehmen für die Fans? Ist das so, was dir vielleicht nach Niederlagen manchmal wahrscheinlich schwerer fallen wird als nach Siegen? Oder ist das dann etwas, wo du sagst, nach dem Spiel brauchst du erstmal so eine halbe Stunde, wo du einfach mal komplett runterkommst oder sagst dann hier, super, heute 5-4 gewonnen, 5-3 gewonnen, am besten noch einen Scorerpunkt geliefert. Jetzt kann ich mich auch ins Zelt setzen und quasi an meinen Tisch gehen und mit meinen Fans reden. Oder wie ist Ja, da dann? ich bin da eigentlich relativ entspannt. Also wenn wir gewinnen, natürlich immer gerne bin ich für jedes Foto und jedes Autogramm immer zu haben oder auch sonst immer. Also man kann mich da immer ansprechen und ich bin da kein Böse, wenn er mich irgendwie anspricht. Nach einer Niederlage ist das halt manchmal ein bisschen anders. Also die ersten 30, 40 Minuten oder die erste Stunde ist man dann schon manchmal, vor allem wenn es irgendwie bitter war, sehr frustriert und dann bin ich aber auch selbst so, dass ich einfach nicht oder erstmal nicht hoch ins Zelt gehe und erstmal einfach ganz entspannt in der Kabine bleibe oder ganz locker ausfahre, um sich da mal wieder auf andere Gedanken zu bringen. Und ja, dann danach bin ich eigentlich immer, ich sag mal, wenn ich jetzt nicht super schlecht gelaunt bin, gehe ich dann auch direkt hoch ins Zelt und spreche mit allen, die dann noch da sind, aber wenn ich dann wirklich sehr schlecht drauf sein sollte, dann sieht man mich da auch gar nicht mehr und dann fahre ich, setze mich direkt ins Auto und fahre nach Hause. Aber das kam mir zum Beispiel letzte Saison gar nicht vor und ich bin da eigentlich mal relativ entspannt, auch wenn es mal eine Niederlage sein sollte. Ich meine, das passiert beim Sport und bei 52 Hauptrundenspielen ist das, glaube ich, auch mal normal, ein Spiel nicht zu gewinnen. Wie sehr ist das Thema Eishockey dann vielleicht auch bei deiner Freundin zu Hause oder auch mit deiner Familie zu Hause dann nochmal so Thema so am Wochenende so oder wenn dann Sonntagabend vielleicht das Familienessen stattfindet nach dem Spiel oder dann Montagmorgen gemeinsames Frühstück irgendwo, wird dann oft nochmal so richtig intensiv am Frühstückstisch oder abends am Esstisch über Eishockey diskutiert oder ist dann so, Ja. dass Ja, versucht viel. also meine Mama ist ich glaube, die größte Eishockey-News-Kennerin, die man sich vorstellen kann. Also die studiert die da immer wirklich von vorne bis hinten, wo ich dann auch manchmal sage, woher weißt du sowas? Weil ich lese es dann, wir haben sie immer abonniert, bei meinen Eltern liegt sie immer zu Hause rum, aber wenn ich nicht zu Hause bin, dann lese ich die auch gar nicht. Und dann denke ich mir immer, ja, woher weißt du das jetzt schon wieder? Und ja, das habe ich in der Eishockey-News gelesen. Da reden wir schon mal drüber oder ich frage auch manchmal meinen Papa, wie er das Spiel fand und sowas. Aber so im Großen und Ganzen wird das immer mal kurz angeschnitten oder auch manchmal länger drüber gesprochen. Oder zum Beispiel mit Freunden, die auch immer viel beim Eishockey sind, sprechen wir da mal kurz drüber, über irgendwelche Spielsituationen. Auch vielleicht, wenn mir mal was Peinliches passiert ist oder wenn irgendwas super war, dann sprechen wir da drüber. Aber im Großen und Ganzen hält sich das auch im Rahmen. Und ich sage dann auch manchmal, wenn ich es wirklich gar nicht mehr hören kann und es vielleicht gerade gar nicht so gut für mich lief, sage ich dann nochmal, können wir mal über irgendwas anderes sprechen, weil ich das dann auch mal den Ausgleich brauche. Also wenn dann Sachen kamen wie heute irgendwie 17 Minuten 40 Eiszeit, Luft hattest du aber nur für 12, dann wird dann auch mal schnell gesagt, hier kommen wir wechseln jetzt mal das Thema. Ja, wobei, das ist ja mal super. 17 Minuten und plus Eiszeit, also da kann man mich, glaube ich, immer mit ansprechen. Dann lief es auch ganz gut. Und ich meine, wo wir auch so viele Verletzte hatten, da waren es auch mal an die 28 Minuten. Also,
Das war einiges, aber dann macht es irgendwie auch am meisten Spaß und irgendwie die Luft kriegt man irgendwo immer her. Und dafür ist dann auch der Sommer da, um dafür zu trainieren. Jetzt hast du dich ja aus dem Nachwuchs quasi zu den Profis, sag mal, hochgearbeitet, der nicht immer selbstverständlich ist und dann noch einen Frankfurter Junge dazu. Hast du Tipps und Tricks für unseren Nachwuchs? Ja, also so das Größte, was ich wirklich auch in den letzten Jahren auch als Profi gelernt habe, ist, man muss einfach durchhalten und immer an sich arbeiten und auch wenn es mal wirklich nicht so gut klappt. Ich hatte mein erstes Jahr in Bad Nauheim war nicht so easy. Mein erstes Jahr in Frankfurt war auch nicht das Einfachste, aber man musste einfach irgendwie durch und einfach weiter an sich arbeiten. Und dann geht das auch manchmal, wenn man wirklich denkt, man ist jetzt wieder 2 Schritte zurückgegangen, noch mehr machen und nicht frustriert sein und immer weitermachen und dann klappt es. Jetzt hört sich jetzt so natürlich so klassisch an, aber das war so das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Auch wenn man mal vielleicht einen Trainer hat, der nicht so an einen glaubt, dann muss man ihm irgendwie beweisen, dass er an einen glauben kann. Ja. Ja, ich glaube letztendlich auch Wille und Präzision schlagen dann mal irgendwann jedes Tag. Ich schmeiß dann hier jetzt auch nochmal 3 € ins Phrasenschwein, aber. Ja, ich hab auch schon gesagt, also so viel, wie ich jetzt wieder irgendwelche Klassiker heute rausgehauen habe, da muss ich, glaube ich, meiner Familie erstmal wieder ein Essen ausgeben. Dann vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, Ja, auf sehr gerne. Lautstärke hier steht es immer noch für Düsseldorf noch, was natürlich, glaube ich, schade für alle Kölner ist. Ich bin übrigens Ja. Köln-Mitglied, lustigerweise. Also Wie mein. bitte? Ich bin Köln-Mitglied tatsächlich Ah, sogar. beim FC oder wie? Ja, ganz, ganz skurrile Geschichte auch, weil wir waren mit meinem, also ich wohne hier in Frankfurt in einer WG, in so einer klassischen Studenten-WG und wir sind zum letzten Spiel des FCs gefahren, bevor sie dann international gespielt haben, das Jahr dann. Und da waren natürlich alle so euphorisch, dass dann natürlich auch diese Euphorie ordentlich gefeiert wurde. Und dann hat man aus der Freude für den Mitbewohner, aus Jux und Tollerei vielleicht auch ein wenig die FC-Mitgliedschaft abgeschlossen. Und die hat bis heute immer noch Bestand. Ja, Und ich sehe hier schon Legendengeschichte mit der Mitgliedschaft. Ja, also die ganze, oder hier, wo meine Freundin wohnt, bei ihrer Mama, das ist 200 Meter vom Stadion entfernt. Und da ist die Verbundenheit zum FC natürlich sehr, sehr groß in der ganzen Family. Und auch mein Internat damals war wirklich direkt neben dem FC-Stadion. Das war auch das erste FC Köln Sportinternat. Wenn man quasi von den Vorwiesen auf das Stadion zugeht, sieht man das so auf rechter Hand liegen. Und da hatte ich sehr schöne 2 Jahre und deswegen bin ich dem FC auch sehr, sehr verbunden. Ja, Okay. war jetzt war ein schönes Schlusswort. Hier steht auch 2-0 für Düsseldorf. Ich hoffe, du hast dann trotzdem noch einen schönen Abend oder ob es Ich dann. glaube, mir geht es besser als der Familie von meiner Freundin. Ich bin ja sowieso ein bisschen mehr für die Eintracht. Natürlich, wenn der FC spielt, dann bin ich für den FC, aber mich nimmt es jetzt nicht ganz so mit wie die Family von meiner Freundin. Ja, dann hoffen wir, dass wir uns bald mal wieder auf dem Eis sehen. Natürlich geht die Gesundheit aller Menschen vor, aber vielleicht wird es Genau. ja vielleicht eine abgeänderte, wie die Saison starten wird, ist, glaube ich, auch noch relativ unklar und vor allem auch wann. Ja, das kann keiner irgendwie sagen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt alle geduldig bleiben. Und für uns ist es auch sehr schwer, weil wir gar nicht wissen, worauf wir jetzt oder auf welchen Zeitpunkt wir jetzt hintrainieren. Deswegen, man muss einfach, glaube ich, ruhig und cool bleiben. Und wenn die Saison später anfängt, dann ist das so. Aber Hauptsache, sie geht dann irgendwann los. So. Dann danke ich dir vielen, vielen Dank für die tolle Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht und dann Ja, hoffen wir auch. Ja, sehr gerne und sorry für die kleinen Störungen zwischendrin, aber jetzt am Ende hat es ja super funktioniert. Da hat ja hören alles gut geklappt. das. Genau. Dann mach's gut. Ciao, ciao. Na gut, mach's gut. Ciao, ciao.